Pfeife. Und Soße. Und damit, holla die Waldfee, herzlich willkommen bei Portal, oder Portal, so wie die Amerikaner das sprechen, ne? Und Pfeife. Hola señorita, señor. Como está? Und wer kann ich auch nicht? Ich bin Mary von Shigume LP und ich hocke mich mal näher ans Mikro. Und ich würde sagen, wir spielen einfach drauf los, weil ich keinen Bock habe, irgendwas zu labern die ganze Zeit. Neues Spiel starten. Erstmal Morgenradio. Wow. So klein bin ich also. Wie ein kleiner Wurm. Okay, erstmal Fettkacken. Natürlich noch aufstehen. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, por don, fallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Erstmal Spanisch reden. Okay. Auf jeden Fall erstmal ein Testchen Kaffee trinken noch. Weggekippt. Das war ich nicht. Dann Klospülung. Danke für das Interesse. Ja, ich find's echt zum Scheißen hier. Draufgeschissen. Kann ich nicht lesen, zu verpixelt. Okay, Radio, dich nehme ich mit. Auf jeden Fall. Scheiß Kamera. Auf jeden Fall. Die Aliens reden mit uns. Die Aliens. Auf jeden Fall ist das der Beweis, dass ich noch lebe. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ah, okay, beschwerten Speicherkubus, das ist dieser Würfel da. Ob Radio das auch? Ihr seid scheiße! Nicht mal Radio hören im Lift erlauben, ne? Und so. Scheiße, ist mein Deutsch wieder so schlecht, aber das ist nicht schlimm, denn ich habe Ferien, ich darf was. Und es ist jetzt 8:30 circa. Lol. Ah ja. Part 1. Ich höre doch wieder ein Radio. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Was? Superknopf? Warte mal, Radio, dich lass ich draußen. Nein, Scheiße! Nee. Oh mein Gott. Voll pädophil, lauter Kameras überall. Ah ja, dann muss ich. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Hört ihr das? Das sind laute Nachrichten. Alter, ist das Creeper. Creeper. Weg damit. Ah! Hört sich an wie dumme nachts.
Oh mein Gott, auf jeden Fall ist das der Beweis, dass auch Portal 2 am Start sein wird. Oh ja, Portal 2, ich freue mich darauf übelst. Einer meiner Lieblingsspiele sogar. Und ich komme hier kaum zum Reden, da der Roboter-Vibe irgendwie die ganze Zeit mit mir spricht. Sie machen das sehr gut. Du machst das auch sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Was? Ach Gott, keine Zähne mehr. Holla die Waldfee. Okay, das haben wir. Oh, ich sehe das Radio. Ja, ich wohne hier sofort. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus Ah ja, verstehe. Ja, okay, ich scheiß jetzt mal auf das Radio, ganz ehrlich, kein Bock drauf. Das heißt, ich kann jetzt Kameras eliminieren. Oder? Was sagst du? Oh ja! Warum? Okay, im Lift habe ich voll die Zeit zu sprechen und so, aber da fällt mir gar nichts ein, außer Aperture Laboratories. Anscheinend sind wir bei Irrenanstalt. Nein, natürlich nicht, wir sind bei irgendwelchen Tests dabei mit so einer Portalkanone, das ich übelst geil finde. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Ja, aber die Kameras sind weg. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Miau, 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 miau. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch Sie testen zu lassen. Was? Der Tag der offenen Töchter? What the fuck? Ah ja. Hat jetzt erstmal einer gescheit hingeschmissen, ha? Kurz vor war ab. Dumme Nacht. Okay, Tag der offenen Tür für Töchter, glaube ich, hieß das. Krass, krass, krass. Ich hoffe, das Untertitel ist gescheit zu lesen. Ich mache da auch dafür keine Testaufnahme, sehe ich gar nicht ein, hallo? So. Tür auf. Nice, danke. Und schon wieder so eine Kackkammer. Sie sind gar nicht schlecht. Sie sind gar nicht schlecht. Ich höre doch wieder ein Radio. Ja, da. Nice. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Also guckt, wie noobig ich bin, ne? Erstmal gescheit den Bauchgefühl gefolgt. Und schon wieder so ein Störsender. Störsignal gefunden. So. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Ja, ja, ja. Krass. Okay. Ach ja, was habe ich denn sonst zu erzählen? Ja, ich habe Ferien in der Art, ne? Also ich bin mit Realschule fertig. Habe nichts mehr zu tun, zocke jetzt aber mein Lieblingsspiel, also meine Lieblingsspielreihe. Aus der Kindheit, ne? Ich kenne es nur als Geroi, aber drauf steht immer Heroes of Might and Magic. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja, und ich habe das gesagt, ich wäre hier ganz alleine, aber bin ich nicht. Zack. LOL. Erstmal den. Ja, ich bin ein wenig Pizmeet orientiert. Also die ganze Gruppe, weil ich die übelst geil finde. Übelst feier. Ein Radio.
Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Mann, ich wollte da noch nicht rein. Ach, scheiße. Ich hatte schon wieder so ein Stellsignal bestimmt gefunden. Hundertprozentig. Weil ich so ein geiler Hengst bin. Ach ja. Und ich glaube, wir haben schon mal die 15 Minuten fast geknackt. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich nehme das alles in einem Stückchen auf. So sieht's aus. Ja. Ich mache dann irgendwo einen Cut. Zum Beispiel hier. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Sie, Merlin, wir sind sehr stolz auf Ihnen. Aus. Blablabla. Subjektname hier! Ist ja geil, ich meine das Formular ausgefüllt. Beschwerde! Wow. Blitzer. Schul! Ja, nichts gegen Schul. Schul! Dumme! Erstmal die andere Lesbeau. Ich scheine auf die Eier gehen. Mobilgerätevorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Ich bin schneller, als sie spricht. Krass. Tja, ich bin doch nicht so ein krasser Noob, wie ihr alle dachtet. Wahrscheinlich bin ich volles Genie für Portal. Das Portal sogar nicht mehr peilt, dass ich so schlau bin. Krass. Sehe ich hier wieder so eine Kamera? So eine ganz lästige. Zu klitzeklein. Okay. Bam. Okay. Während ihr das wahrscheinlich guckt, ist die Zombie-Apokalypse schon ausgebrochen, ne? Und ihr habt es nur für die letzten paar Minuten gestorben, also würde ich. Also. Seid ihr ungefähr das Letzte, was ihr seht? Das ist doch hammer nice, oder? Nein, natürlich nicht. Oder doch? Bam, bam. Okay, Ladedaten. Das nächste Mal, wenn sie spricht, dann unterbreche ich sie nicht. Das verspreche ich mir. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ach ja, danke. Okay. Lol, warte. Ach, scheiße. Lol. Ich sehe das Radio. Komm schon, die Kugel, das schaffst du. Oh, 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 oh. Yeah. Wie ich stehe. Wow, wow, wow. Ich wollte unbedingt das Radio. Hätte mir fast das Leben gekostet. Krass. Oh, oh, oh. Okay, springen geht Space, oder? Space! Yeah! Das ist, war kaum offensichtlich, ne? Das Springen auf Space ist. Shake it, cha-cha-cha, Walzer. Oh, voller Hombre. Oh!